Wir sind immer noch bei der Budgetuntergruppe oberste Organe und dazu gehört auch die Volksanwaltschaft natürlich. Der nächste Redner, Volksanwalt Peter Fichtenbauer. An die sehr gute, lebendige Aussprache, die im Ausschuss vonstatten ging, darf ich noch mal budgetär ergänzen, dass wir tatsächlich nicht aus Spaß an der Sache, sondern aus Notwendigkeit, die im System ruht, Sie bitten, der schon angesagten Unterstützung des Anliegens 3 Planstellen mehr zuzugesellen, darauf verweisen darf, dass wir nahezu wieder 20.000 Individualbeschwerden haben, plus erfreulicherweise, wir konkret mit dem Bundesministerium für Inneres abmachen konnten, dass die Volksanwaltschaft ein fixes Element im Ausbildungssystem der 2-jährigen Polizeiakademie sein wird, sodass wir einen Aufwand für 10 Standorte in ganz Österreich im Rahmen von Unterrichtsmodulen haben werden. Und diese Unterrichtsmenschen sind natürlich aus dem Bereich der Volksanwaltschaft und aus dem Bereich auch der Kommissionen, die auch bezahlt werden müssen. Es wurde schon erwähnt, dass wir kein Haus von Maschinen, Geräten und dergleichen sind, sondern wir sind ein Haus von Menschen. Daher ist ähnlich wie im Rechnungshof nahezu, also fast 70%, 66% unseres Aufwandes ein Personalaufwand. Und der ist auch nicht steuerbar. Wir können nicht großartig einsparen, sondern die Menschen sind aufgrund der Bestimmungen, die gesetzlich bestehen, zu entlohnen. Und unterstreichen möchte ich bei dieser Gelegenheit, dass das nicht sozusagen auch ein Terrain sozusagen beliebiger Geldmittel des Budgets und deren Verwendung ist, sondern wir Rechnungshof und Volksanwaltschaft wie der linke und der rechte Ärmel der Legislative sind. Legislative heißt Gesetzeserzeugung und Kontrolle der Vollziehung. Kontrolle der Vollziehung durch den Rechnungshof und Kontrolle der Vollziehung durch die Volksanwälte, durch die Volksanwaltschaft, was den Bereich der möglichen Missstände der Verwaltung betrifft, unterstrichen und ergänzt durch das OPCAT-System, wo jährlich rund 500 Besuche von Örtlichkeiten unfreiwilligen Aufenthaltes sind. Ich darf also sagen, dass der Anstieg, der personell abgearbeitet werden muss, ja ein Ergebnis positiver Art ist. Es ist ein intensiveres Maß dessen, was dem legislativen Körper zukommt, durch die sozusagen ausgelagerten Betriebe, Volksanwaltschaft und Rechnungshof, welche zu einer Vermehrung und Vertiefung der Betrachtung der Struktur der Republik führt. In diesem Sinn, glaube ich, ist schon vieles und alles gesagt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.